Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Games Not Over. Heute im Detail WLAN-Betriebsarten, Frequenzen und Freifunk. Im einführenden Video zu WLAN habe ich bereits die Betriebsarten Infrastrukturmodus und Ad-Hoc-Netzwerk erklärt. Dabei gibt es noch einige weitere Betriebsmodi, die ich hier einmal kurz anschneiden will. Unter anderem lässt sich mit zwei WLAN-Geräten auch eine sogenannte Bridge konstruieren. Der Name ist Programm. Die Bridge wird verwendet, um zwischen zwei WLAN-Geräten, meistens WLAN-Routern, eine separate Verbindung zu etablieren, die es nicht erlaubt, dass andere WLAN-Clients auf diese Verbindung zugreifen. Es ist somit eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder auch Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung und kann benutzt werden, um zum Beispiel den Internetzugang, der in Haus A an der Basisstation anliegt, via Funkübertragung an den Router in Haus B weiterzuleiten, ohne dabei ein WLAN aufzubauen. Ein Repeater ist hingegen ein Gerät, was ebenfalls eine Verbindung zu einer anderen Basisstation herstellt, hierbei allerdings erlaubt, dass auch noch weitere WLAN-Geräte diese Funkverbindung benutzen, das heißt, es wird ein WLAN aufgebaut. Man benutzt Repeater ihrem Namen entsprechend, um das WLAN-Signal der Basisstation aufzunehmen und wieder zu verstärken, somit erreicht man eine effektive Reichweitensteigerung und bessere Empfangsqualität. Eine Sonderform des WLANs, das aber auf bereits vorgestellten Techniken aufbaut, ist das sogenannte Mesh-Netzwerk, zu Deutsch Maschennetzwerk. Das Prinzip dabei ist, eine Verbindung über mehrere Access-Points auf einer Strecke aufzubauen. Dieses Prinzip macht sich zum Beispiel das Freifunk-Projekt zunutze. Somit könntet ihr mithilfe eines Freifunkrouters den Internetzugang an einem anderen Freifunkrouter in 5 km Entfernung nutzen, wenn entsprechend gut Freifunkrouter auf dieser Strecke aktiv sind und das Signal weiterleiten können. Aber was ist eigentlich dieses Freifunkprojekt? Nun ja, dazu verweise ich euch gerne einmal auf die Seite freifunk.net. Grundsätzlich geht es darum, öffentlich zugängliche WLAN-Router bereitzustellen, ähnlich wie Hotspots, nur ganz ohne Login, anonym und unbeschränkt. Dabei kann der Betreiber eines Freifunkrouters diesen auch direkt über seinen Internetzugang kommunizieren lassen, per VPN weiterleiten oder auch gar nicht weiterleiten lassen. Ziel ist es, auf Basis eines Maschennetzwerks möglichst viele Bereiche mit internetfähigen WLAN abzudecken. WLAN-Router können sicherlich noch für viele andere Zwecke konfiguriert werden, aber das sind so die gängigsten. Wie sorgt man nun aber dafür, dass man mit seinem WLAN-Router auch eine relativ gute Reichweite erzielt? Wie bereits in einem vorherigen Video erwähnt, solltet ihr euren Router möglichst fern von metallischen Gegenständen platzieren. Auch Holz hat schon eine beachtlich abschirmende Wirkung. Platziert den WLAN-Router also möglichst freistehend und hoch, zum Beispiel auf einem Schrank, aber nicht in einem Schrank oder Regal, auch wenn dieses nach vorne offen ist. Des Weiteren werden die meisten WLAN-Router nicht alleine in ihrer Umgebung funken. So ist es bei einigen WLAN-Routern, wie zum Beispiel meiner Fritzbox, möglich, eine Frequenzspektrumanalyse durchzuführen, um zu sehen, auf welchem Kanal bereits andere WLAN-Geräte funken. Die Fritzbox sucht sich dann automatisch immer den Kanal raus, auf dem am wenigsten andere Geräte tätig sind, oder gar keine. Zusätzlich verfügen einige moderne Router über die Option, sowohl im 2,4 GHz Band als auch im 5 GHz Band ihr Funksignal auszustrahlen. Für die Ausstrahlung einer 100 Quadratmeter Wohnung, also auf einer Ebene, wird das 5 GHz Funkband reichen. Es hat den Vorteil, höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen als das 2,4 GHz Band, dafür aber den Nachteil, nicht so hohe Reichweiten abzudecken, da es sehr leicht abgeschirmt werden kann. Hilfreich ist es auch, wenn euer Router lange Antennen hat, so wie etwa der TP-Link TL-WR841N WLAN-Router, da sich dadurch die Funkzelle viel besser bzw. weiter aufspannen lässt. So habe ich dieses Gerät als Freifunkrouter in Betrieb und kann damit bei freier Sichtverbindung eine Distanz von 81 Metern überbrücken bei mindestens 80% Signalstärke. Für den Fall, dass ihr in einem Bunker bestehend aus mehreren dicken Stahlbetonwänden wohnt, hilft euch wahrscheinlich kein WLAN-Router dieser Welt weiter. Zumindest nicht mit den in Europa erlaubten Richtwerten zur Sendeleistung. Aber selbst dann gibt es Alternativen, für die man nicht unbedingt diese wunderschönen Wände aufbohren muss. Hier lässt sich ein lokales Netzwerk über die Stromleitung aufbauen. Jede Steckdose, die sich im selben Stromkreis befindet, kann dann als LAN-Port in das Netzwerk dienen. Diese Alternative namens DLAN werde ich in einem anderen Video vorstellen. Das war's für dieses Video nämlich erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.